Große Meisterfeier bei der Handwerkskammer Koblenz. 669 Meisterbriefe wechselten in der bis auf den letzten Platz besetzten Rhein-Mosel-Halle in die Hände frisch gebackener Meisterinnen und Meister aus 26 Berufen und 14 Nationalitäten. Durch die Feier führte Holger Wienpahl. Zeigen Sie sich mal, wo sind Sie denn, die Meister, die heute hier aufgezeichnet werden mit großen Meisterbriefen? Die Band Brass Machine aus Pirmasens begeisterte die rund 2000 Gäste musikalisch, darunter Familienangehörige und Freunde, Mitglieder der Prüfungsausschüsse und Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft. In seiner Begrüßungsrede würdigte Kurt Krautscheid als Präsident der Handwerkskammer Koblenz jede einzelne Leistung, die hinter einem der 669 Meisterbriefe steht. Einige Absolventen sprach er persönlich an, so Jörn Vöcking. Der Tischlermeister ist taub und ihm zu Ehren applaudierte der gesamte Saal in Gebärdensprache. Ein ungewöhnlicher und auch emotionaler Augenblick. Als Festrednerin betonte Daniela Schmidt, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, die Bedeutung der jüngsten Meistergeneration für das Handwerk. Auch mit Blick auf die Digitalisierung und die Fachkräftesicherung als wichtigen Bestandteil für eine künftige Wirtschaftskraft. Die Unterstützung der Meisterqualifikation und anschließend Unternehmensgründung wird mit dem jüngsten Landesprogramm Aufstiegsbonus 1 und 2 auch finanziell gefördert, was die Staatssekretärin inhaltlich so erklärt. Wir haben im letzten Jahr den Aufstiegsbonus eingeführt, denn es war uns wichtig, ein Signal zu setzen, dass die berufliche Bildung, die berufliche Weiterbildung genauso viel wert sein muss wie die akademische Bildung. Und wir haben mit der Einführung des Aufstiegsbonus hier ein monetäres Signal gesetzt. Es gibt den Aufstiegsbonus 1 und 2. Der Aufstiegsbonus 1 sind 1.000 Euro für die bestandene Meisterqualifikation und der Aufstiegsbonus 2 sind nochmal 2.500 Euro, wenn man sich innerhalb von 10 Jahren selbstständig macht. Und ich finde, es ist ein Betrag, der einfach eine Anerkennung gibt, der eine kleine Anschubhilfe ist, der auch nochmal signalisiert, das ist ein toller Weg in eine gute Zukunft. Das Handwerk hat wahnsinnig viel Perspektiven und gerade auch was die Selbstständigkeit betrifft. Wir haben viele Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die händeringend Nachfolger suchen. Und wenn man sieht, wie das Handwerk sich im Moment durch die Digitalisierung förmlich auch neu erfindet, wo ganz traditionelle Branchen jetzt durch digitale Elemente ganz neu wieder auch dargestellt werden und mit ganz neuen Tätigkeiten verbunden sind, dann hat es einfach auch einen gewissen Wert, wo wir gesagt haben, als Landesregierung, da möchten und müssen wir Geld in die Hand nehmen und möchten das auch entsprechend honorieren. Der Anfang ist erreicht. Also die ganz große Gleichwertigkeit zwischen akademischer Ausbildung und Handwerksausbildung ist natürlich noch nicht gegeben. Aber wenn wir überlegen, dass weit über 1,5 Millionen Euro alleine die Handwerkskammer Koblenz für die jungen Meister ausgeben darf an Meisterbonus und, oder Aufstiegsbonus 1 und 2, die dann noch folgen werden hoffentlich, ist schon eine tolle Geste und ein tolles Zeichen, wie ernst wir zumindest bei uns im Land vom Wirtschaftsministerium genommen werden. Und die Frau Schmidt durfte heute den ersten Scheck symbolisch überreichen. Eine tolle Geste. Der Anfang ist gemacht. Die jüngste Meistergeneration zählt bereits zu den Nutznießern des Förderprogramms und einige der Absolventen wurden in einem Kurzfilm vorgestellt. So Konditorenmeisterin Julia Kiefer. Ich habe 2 Handwerksberufe gelernt. Ich habe nach meinem Realschulabschluss eine Lehre als Maler und Lackiererin gemacht, habe auch 2 Jahre gearbeitet als Malerin, musste aber aus gesundheitlichen Gründen dann leider aufhören mit dem Beruf und habe dann eben was Neues gesucht und habe dann Konditorin gelernt. Ja. Und gebracht hat mir der Beruf eigentlich schon was als Malerin, weil ich viel verbinden kann. Also viele Sachen sind sich schon ähnlich, die dann im Nachhinein man erst feststellt. Und gerade so was Farbenlehre betrifft, das ist schon echt hilfreich in unserem Beruf. Ja.
nach meiner verkürzten Lehre war ich dann Prüfungsbeste und habe eben teilgenommen am Landesentscheid. Und da habe ich dann auch mich durchsetzen können gegen die Konkurrenz und bin dann weiter nach Berlin zum Bundesentscheid und habe für Rheinland-Pfalz dann dort teilgenommen. Und habe dann von 14 Teilnehmenden den zweiten Platz belegt und dadurch eben eine Begabtenförderung bekommen. Und die habe ich eben genutzt, für meinen Meister zu machen. Sehr viel Spaß auf jeden Fall. Es gibt keine dummen Fragen, egal was ist. Man kriegt immer geholfen. Und ich würde es hier auch wieder machen. Also es war wirklich, ich kann nur sagen, positiv hier. Gerade so, wenn es in die außergewöhnliche Richtung geht oder ins Gestalterische, wo man dann doch selbst die eigenen Ideen einbringen kann, wo dann das Industrielle vielleicht nicht so mithalten kann, weil es doch eher immer gleich aussieht. Und ich denke, das ist so dieses, wie soll ich sagen, das Besondere, dieses Einmalige, nur für mich ist das jetzt so hergestellt worden. Ich glaube, das ist das, was manche schon sehr gern haben wollen, ja. Ich war wirklich auch verwundert, wie gut ich ihn gemacht habe. Also das hätte ich jetzt selbst auch nicht gedacht. Aber ich bin voll zufrieden und happy, dass ich es gemacht habe. Und so ein Stumper war vielleicht gar nicht verkehrt, das so schnell entscheiden zu müssen, weil wer weiß, ob ich es sonst gemacht hätte überhaupt. Und dann kam der große Augenblick, den alle so herbeigesehnt haben. Die Übergabe der Meisterbriefe stand an für die Besten auf der Bühne und aus Händen von Daniela Schmidt, Kurt Krautscheid und HWK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden. Die 24 Besten ihres Faches wurden einzeln geehrt. Auch die allerbeste, Gesa Kohlenbach. Die Konditorenmeisterin erreichte das beste Prüfungsergebnis. Für die Diplom-Ingenieurin, sie hat bereits ein Architekturstudium absolviert, ging ein Traum in Erfüllung. Seit 8 Jahren betreibt sie erfolgreich ein Café in Mainz mit 20 Mitarbeitern. Nun mit Meisterbrief und spezialisiert auf die Herstellung von Hochzeitstorten. So wie sie freuten sich alle 669 Empfänger über ihre persönliche Meisterbriefausgabe. Jeder 10. unter ihnen ist bereits selbstständig. 35% können sich eine Betriebsübernahme oder Gründung in den nächsten Jahren vorstellen. Gute Aussichten, die sich unmittelbar mit dem Meisterbrief verbinden, der an diesem Tag kräftig gefeiert wurde. Es war eine wunderschöne, wertschätzende Feier für unsere Meisterinnen und Meister, für die jungen Absolventinnen und Absolventen. Und ich fand es ganz toll, wie man mit viel Wertschätzung, mit Respekt, mit Freude das gemeinsame Ziel auch gefeiert hat. Viele hatten die Familie dabei, Partnerinnen, Partner, zum Teil die kleinen Kinder schon. Und das ist ja auch toll, wenn man das gemeinsam eben feiert. Und waren tolle Musikbeiträge, es war die Bestenehrung, tolle Auszeichnungen, also eine rundum gelungene Feier. Eine Einschätzung, die auch Kammerpräsident Kurt Krautscheid teilt.
für den diese Meisterfeier nicht die erste, aber eine besondere war. Dass dieses Jahr, nicht nur weil es mehr waren, ich glaube eine noch bessere Meisterfeier war. Und ich fand sie so toll und emotional und auch so festlich, dass ich überzeugt bin, dass die jungen Menschen, die heute hier waren, ihren Meisterbrief in Empfang nehmen, den Tag wirklich in guter Erinnerung behalten werden. Bin ich überzeugt von. Normalerweise bekommt man auf solchen Feiern nur zu sehen, dass junge Menschen einen Privi-Bereich bekommen. Umso schöner ist es zu wissen, welche außerordentlichen Biografien hinter manchen jungen Menschen, jungen oder auch nicht mehr ganz jungen Menschen stecken. Und das ist auch ein Unterschied zu vielen, vielen anderen Meisterfeiern, die ich bereits besucht habe. Und es ist so schön mit anzusehen, welchen Lebensweg die jungen Menschen bis zum heutigen Tag hinter sich gebracht haben, wie unterschiedlich und welchen Erfolg sie am Schluss eigentlich alle zusammen feiern können. Das ist ein tolles Erlebnis, ja. AWK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden gab den Jungmeisterinnen und Jungmeistern noch eine wichtige Botschaft mit auf den nun folgenden Weg. Verkaufen Sie Ihre Arbeit so teuer wie irgendwie möglich. Es kann nicht sein, dass Akademiker trotz einer Akademikerschwemme höhere Löhne und Stundenlöhne in Rechnung stellen können als Handwerker, deren Leistung ja offensichtlich ein rares Gut ist. Gerade vor dem Hintergrund einer starken Nachfrage handwerklicher Leistungen können die frisch gebackenen Meister optimistisch in die Zukunft blicken. Ein Grund mehr für eine gute Stimmung, die sicherlich über diesen Tag hinaus anhalten wird.